Guten Morgen zusammen. Also, wir haben 7 Uhr und jetzt geht's zum Frühstück und dann fahren wir dieses Motorrad, diese Motorräder und alle anderen Motorräder. Also, erst kommt die Stärkung und dann das Vergnügen. Und eigentlich ist es ja nur Vergnügen hier. Ja, ich muss erst mal gucken. Ne? Früher hast du den Zündschlüssel rumgedreht, also reingesteckt, rumgedreht, starten. Und dann hast du dir überlegt, wo du hinfährst. Jetzt ist es anders. Jetzt steckst du den Zündschlüssel rein, drehst rum und kannst wählen zwischen Zieleingabe und Karte. Und da wir noch nicht wissen, wo es hingeht, werden wir das erstmal machen. Und dann gibt es natürlich viele, viele andere Knöpfe. Uns wurde vorhergesagt, dass wir hier die Fahrzeuge haben, die volle Hütte haben, also volle Ausstattung. Wir können hier verschiedene Modis wählen, dann können wir die Dämpferhöhe einstellen. Jetzt haben wir Rot, Dynamic. Okay, also wir können wählen zwischen dem Modus Rot und Dynamic. Es gibt dann noch so eine Zusatzoption, diese Pro-Varianten, aber das scheint hier nicht drin zu sein, oder? Was meinst du? Nee. Hat's nicht? Nee, aber der Schaltautomat ist drin. Schaltassistent. Rauf und runter schalten ohne Kupplung. Also die Kupplung brauchen wir nur zum Anfahren. Ja, du bist jetzt hier der Computerfreak. Ja. So, was meinst du? Ja, schön aufgeräumt, oder? Ja, schön aufgeräumt. Sieht gut aus. Ja. Kannst du nichts sagen, ne? Aber schön übersichtlich. Wie kann man was ändern irgendwie? Das ist der Knopf hier. Was suchst du? Also ich bin jetzt so ein bisschen einen Schritt weiter. Also wir haben den Mode-Knopf. Dann kommen wir hier ins Programm. Ja, dann kann man hier wechseln. Rain. Regenmodus haben wir nicht. Dann können wir wechseln auf Rot und hier auf Dynamic. Und quittieren tut man das Ganze mit einer Drehung in Richtung Gas zu. Während der Fahrt kann man das übrigens auch umstellen oder einstellen. Und in dem Augenblick, wo man vom Gas weggeht, übernimmt es das Programm. Was auch cool ist, dieser Schaltblitz hier bei der XR ist wie gewohnt an der gleichen Position wie S1000 RR und wie bei der S1000 Naked. Also das ist alles im Prinzip eine Familie und von daher erkennt man natürlich direkt hier, was Phase ist. So der Aufbau ist ein bisschen anders im Display, aber ich finde es gut, dass so die ganzen Sachen einfach übernommen wurden. Die Konfiguration Rot ist die Standardvariante. Dynamic werden die Reibwerte erhöht. Also das heißt, wir haben einfach nochmal ein höheres Gripniveau. Ne? Also du kannst schärfer fahren im Endeffekt. Weil lange Rede gar keinen Sinn. Man kann schärfer fahren, das ist wichtig. Wichtig für uns. Ne? Also. Ist aber gesagt worden, nur wenn es trocken ist. Nur wenn es trocken ist. Genau. Gut. Ja, Andi, du bist verantwortlich für das Design. Erzähl doch mal, was es eklatant Neues gibt an dem Motorrad oder wie bist du auf dieses Design gekommen eigentlich? Da hole ich halt ein bisschen aus, um die Main Message mal kurz knapp zu halten. Letztendlich, für mich besonders spannend war eigentlich da den Bogen zu spannen zwischen drei Segmenten. Formal hauptsächlich das Sportsegment, dass man die Familienzugehörigkeit von dem Motor erkennt. Dass man ein bisschen ein Tourensegment damit drin hat, wie ein Wetterschutz. Okay. Aber dass wir eben auch Attribute haben vom Adventure-Segment. Da habe ich versucht, ein bisschen mehr Roughness in die Flächen zu kriegen. Also gerade die funktionalen schwarzen Flächen, die sollen rougher wirken. Und im Gegensatz dazu, im Kontrast, habe ich versucht, wirklich bei den Lackteilen, bei den Aerodynamikflächen, möglichst viel Oberflächenspannung, wie Designer reden auch von Oberflächenspannung, weil die Flächen so wichtig sind. Okay. Ja, genau, so siehst du es. Hier habe ich eigentlich, ich habe immer versucht, komplett durch das ganze Motorrad auf den Aerodynamikflächen immer einen soften Anlauf zu haben, der auf eine harte Kante läuft. Okay. Auch auf der Maske sieht man das ganz gut. Hier habe ich auch eine extrem harte Kante mit einem soften Anlauf, die dann in den Scheinwerfer reinläuft. Und das Ganze ist ja im Prinzip ein Familienmitglied aus der S1000 RR
Richtig. Und im Prinzip von der... Der Unverkleideten, der von R. Der R, genau. 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 Das ist eigentlich, man sieht ja hier auch sehr stark die Zusammengehörigkeit. Da gibt es ein paar Attribute, die eben die Doppel-R da schon irgendwie im Markt manifestiert hat. Das ist das Split-Face vorne. Wir hatten, da war mir wichtig, das Split-Face, das muss weitergetragen werden. Genauso das, wie nennt es Floating Panel, das Seitenverkleidungsteil, dass das eigentlich alleinstehend ist. Mit der kleinen Asymmetrie, mit der Ikone der Kiemen, dass die noch mit drin ist. Die Asymmetrie habe ich versucht zu spielen, dass man die beiden Verkleidungsteile gleich lässt, aber dann hier nur halt über ein eingestecktes, separates Teil. Ein bisschen subtiler, ein bisschen weniger radikal als bei den Supersportbikes. Wenn ich da hier, ich merke schon, dich interessiert das. Die ganzen Flächen von den funktionalen Flächen da vorne, ich zeige dir kurz die Maske noch. Da hier vorne ist es auch so, ich habe versucht wirklich diese Oberflächengestaltung von den Aerodynamikflächen im Kontrast zu den funktionalen Flächen dann so zu gestalten, dass ich viel mehr Phasen habe, viel mehr Durchbrüche, viel mehr Facetten. Gerade jetzt im Air-Intake-Bereich, da ist es halt auch so, dadurch atmet die Maschine, aber auch das hält auch das Tagfahrlicht. Das sind alles so extrem funktionale Elemente und die müssen halt eben auch diesen Enduro-Charakter haben. Ja, und vielleicht zeige ich dir noch ein bisschen die funktionalen Flächen, das spielt sich eigentlich durch das komplette Motorrad. Wenn du magst, zeige ich dir dann auch da drüben noch ein bisschen was. Das ist ja hochinteressant. Warte mal, aber schreib mir das doch mal auf, oder? Ich habe noch ein paar, ich kann dir noch ein paar Sachen erzählen. Ich würde jetzt einfach mal, wir sehen uns einfach später, oder? Ernsthaft? Ja, Jens, also wir... Schreib es auf. Ja, danke, tschüss. Kann ich schreiben. Ich kann nicht schreiben. So Leute, seid mir jetzt nicht böse. Der Andi ist ein netter Kerl, ja? Aber ich muss jetzt fahren. Also, bis später. So wie es die Polizei erlaubt, 120. Ob du jetzt im ersten Gang die 120 fährst oder im sechsten, das ist gleich egal. Ich habe so das Gefühl, dass im sechsten Gang so meine Finger so ein bisschen bitzeln. Das ist halt die Vierzylinder-Charakteristik. Das ist etwas anders. Aber generell muss ich sagen, die Sitzposition ist super relaxed. Du hockst da drauf, du hast alles im Blick. Ich habe mir das Windschild hochgestellt in die hohe Position. Ist jetzt kein Augenschmaus, wenn man das Motorrad betrachtet, aber da gibt es gar nichts zu mäkeln. Also das funktioniert einwandfrei. Ja, jetzt sind wir ein Stückchen Autobahn gefahren. Also das Potenzial ist da. Wenn es mal brisiert, kannst du auch richtig Gas geben. Das ist auch gut so. Aber jetzt suchen wir die Kurven und da haben wir mal ins Navi eine kurvenreiche Strecke eingegeben. Jawohl, so machen wir das. Und was auch interessant ist, wenn ich jetzt das Motorrad von der Seite betrachte, dieser flache Auspuff, der ist jetzt nicht so der Inbegriff der Sportlichkeit, aber der Riesenvorteil dabei ist, weil er so flach ist, sind die Koffer, die man optional dazu kaufen kann, diesmal gleich groß und es brennt auch nichts an im Koffer. Finde ich gut. Wir haben es rechtzeitig geschafft. Ich weiß nicht, ob wir die Ersten sind bei der Mittagspause oder die Letzten. Auf jeden Fall haben wir sehr geile Straßen hier gefahren mit einem sehr geilen Motorrad. Eins muss ich sagen, es ist kompaktes Motorrad und es ist stabil. Also der Radstand ist relativ lang, also das merkt man. So von alleine fällt es jetzt nicht direkt in die Kurven, aber es macht einen typisch BMW-soliden Eindruck.
Und das Ganze ist auch sehr souverän alles. Aus den Ecken raus hat das Ding so viel Feuer durch dieses hohe Drehmoment und so linear, das ist wie an so einem Seil gerissen. Und da musst du auch bei einem ordentlichen Auto alle Traktionshilfen ausschalten, um da hinten nachzufahren. Ich glaube, ich sitze irgendwie in Scheiße drin, oder? Hier stinkt es voll nach Scheiße. Ich glaube, das ist der Bach da unten. Ach so, okay, machen wir weiter. Scheiße. Scheißegal. Was auch cool ist, du kannst so bis 80 km/h mit einem offenen Helmvisier fahren. Und wenn du dieses Windschild hochstellst, dann kriegst du so ein bisschen so Wind ins Gesicht. Das ist echt angenehm noch. Ab 80 muss man dann die Luke schließen. Ja, dann ist es besser, wenn man die Luke schließt, weil dann geht die Post ab. Dieser Schaltassistent Pro ist in gewohnter Manier. Es muss ordentlich geschaltet werden, also mit viel Kraft. Das Ganze geht wirklich schwer. Also ich muss sagen, du kannst aber auch konventionell wieder schalten, mit Kupplung. Es funktioniert alles tadellos. Wie gesagt, dieses ohne Kupplung, nur ganz konsequent und mit viel Kraft. Ja, direkt abgefangen hier von der Soziusfahrt. Ich war ja alleine unterwegs, aber wie ist dir ergangen? Fährst du normalerweise oft Motorrad mit oder ist das früher, eine Ausnahme? Ja, früher schon regelmäßig, jetzt ist lange her und so ehrlich gesagt noch nie. Also mit so viel Wumms und ganz großartig. Hast du das Gefühl gehabt, dass du unsicher warst hinten drauf oder war das eher relaxed? Nee, gar nicht. Total relaxed. Also das eine ist natürlich Vertrauen zum Fahrer, ganz wichtig, gar keine Frage. Aber auch tatsächlich die Freude am Fahren, weil sonst bringt es nichts. Also sonst bringt es beiden Parteien nichts und hat irre viel Spaß gemacht. Und gerade dieses Kurvengefühl und dann mit Geschwindigkeit, da muss man mitgehen und das bringt auch hinten extrem viel Spaß. Vielen Dank und einen guten Appetit wünsche ich. Danke. Und geht dann sogar aus. Also das ist so krass, wie das Hinterrad abgebremst wird. Also ich wollte einfach nur voll beschleunigen und sie geht einfach aus. Also das ist eine reine Schutzfunktion. Ob man dann natürlich umkippt, wenn sie ausgeht, ist dahingestellt. Also einen Meter weiter auf den Boden gerollt. Man sieht kaum, dass das ABS arbeitet, aber du merkst einfach, dass es rollt, wieder verzögert. Also das ist so ziemlich hart am Limit. Natürlich im Rotmodus gefahren, der ist auch empfehlenswert bei solchen Straßen. Also es ist einfach mal interessant zu sehen, wie diese Elektronik arbeitet. Bei der Traktionskontrolle geht dann hier immer das orange Licht an. Das ist hier dieses. Und beim ABS natürlich das ABS-Licht. Ein echter ABS-Experte steht jetzt neben mir. Ich habe es eben schon ausprobiert, es funktioniert. Aber du kannst jetzt mal erklären, wie es genau funktioniert, das ABS Pro. Ja, das Besondere beim ABS Pro ist, dass die Schräglage mitverarbeitet wird. Und abhängig von dem, wie groß die Schräglage ist, werden bestimmte Module in der Funktion beeinflusst. Das ist zum einen, also ein ganz entscheidender Punkt ist, wie schnell der Bremsdruck aufgebaut wird. Und man muss dem Vorderrad Zeit geben oder dem Reifen Zeit geben, dass das Gewicht auf das Vorderrad kommt, damit er richtig arbeitet. Das zweite sind die Schlupfgrenzen, die man zulässt, wie stark der Reifen rutschen darf. Und das dritte ist, dass man die Hinterradabhebeerkennung beeinflussen muss. Das sind im Wesentlichen die drei entscheidenden Faktoren. Die drei Faktoren unter einen Hut gebracht und dann funktioniert's, Leute. Es ist wirklich krass und es ist ausgelegt für eine Notsituation. Natürlich ist es entgegen dem Gesetz des Motorradfahrers, in der Kurve voll zuzumachen. Das ist wirklich in einer Gefahrensituation, wenn man hingeht, sich erschreckt oder wie auch immer ausweichen muss.
Das ist wirklich beeindruckend, wie es funktioniert. Ich sage danke an der Stelle und ich wünsche euch allen da draußen, kommt nicht in die Verlegenheit. Ich habe es probiert, du hast auch probiert. Läuft. Also, Dankeschön. Bitteschön. Ein Tag S1000XR fahren. Ich habe sie bezeichnet als den SUV unter den Motorrädern. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Sie passt gut zur Familie. Erklär uns doch mal, so, wen wollt ihr abholen mit dem Motorrad? Es ist ja ein Fun-Bike, kann man so sagen. Es ist ein Adventure-Sport-Motorrad. Wie geht's da weiter? Wie sieht's da aus? Ja, du hast es ja fast schon vorweggenommen. Also erstmal, es macht riesig Spaß. Wir wollen diejenigen erreichen, die ein Motorrad fahren wollen mit herausragender Dynamik, mit viel Potenzial im Fahrwerk, aber für Leute, die eben nicht mehr gebückt sitzen wollen, die aufrecht sitzen wollen, die bequem fahren wollen und auch die Chance zu großen Touren haben möchten. Ganz kurz und knapp, also ja, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Wie lange muss man jetzt warten auf ein Fahrzeug, wenn ich eins bestelle? Das kann ich leider nicht genau sagen. Ich kann nur so viel sagen, es gibt deutlich mehr Nachfrage, als wir Motorräder bauen können dieses Jahr. Da muss jeder mit seinem Händler sprechen. Ich habe es fast befürchtet. Ich bedanke mich. Es war ein toller Tag, ein tolles Erlebnis. Und ja, jetzt müssen wir uns mal abkühlen hier. Danke. Super. Tschüss. Leute, seid nicht traurig. Das war's schon wieder mit dieser Folge Grip Bike Edition. Mehr seht ihr nächsten Mittwoch. Da geht's wieder weiter. Und wenn es euch gefallen hat, schön Däumchen nach oben lassen. Schreibt einen Kommentar, erzählt es euren Freunden. Wir sehen uns.